Leute, heute sind wir wieder back bei unserer Pizzeria in Minecraft, Freunde. Und wir haben die ganze Pizzeria, haben wir ja noch nicht, wie ihr seht, dekoriert. Das können wir natürlich nicht so stehen lassen. Deshalb machen wir heute die Pizzeria, Leute. Ich war noch bei anderen Projekten beschäftigt. Deshalb, ich mache mir mal ein paar hiervon, ein paar davon und noch eine hiervon. Und dann fangen wir direkt mal an mit einem fetten Pizzaofen, Leute. Zack und zack. Und dann müssen wir irgendwie hier oben auch noch so... Ah, okay, warte. Wir müssen hier noch so eine Treppe hinmachen. Und da noch so eine Treppe. Herr Wolski. Und dann können wir hier unten das auch noch austauschen. Zack. Und dann sieht das aus wie so ein kleiner Pizzaofen. Oh, das machen wir hier natürlich zu. Zack. Und dann haben wir hier einen fetten Pizzaofen für unsere Pizzeria. Dann dachte ich mir, so ein Teig passt doch auch eigentlich ganz nice. Das machen wir einfach mit Weizen und einem Ei. Zack. Und dann können wir hier so ein Teig hinmachen, als wäre hier so ein Teig ausgerollt. Perfecto compuesto, aber das ist ja nicht die komplette Küche, Leute. Das ist ja noch nicht alles fertig hier. So, als erstes brauchen wir einen kleinen Taschenrechner, um vielleicht irgendwelche schwierigen Pizzen hier zu berechnen. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine Waage. Hier ist irgendwo ein Waschbär, das höre ich. Wir haben ein Waschbärproblem hier in unserer Küche. Jupp, eindeutig. Zack, zack, zack. Und dann machen wir das hier so zu. Dann kann hier auf jeden Fall so eine Waage hin. Perfekt. Ein Schneidebrett, da sagen wir auch nicht nein. Und dann können wir hier noch, ja, sowas machen. Wobei, ich würde das, glaube ich, cooler finden, wenn es anders aussieht. Oder wir machen drei Stück dahin. Ja, Leute, wir machen drei solche Dinger dahin. Die gehen so, so. Und dann irgendwie... Oh, Kacke, das habe ich mir safe nicht gemerkt, wie das ging. Yep, war komplett falsch. Es geht, glaube ich, schneller. Oh Gott, was ist das denn für ein langes Wort? Schwarz-Eichen-Holz-Küchenschrank. Das ist ja ultra lang. So, zack, zack. Dann haben wir hier solche Küchenschränke. Dann brauchen wir auf jeden Fall, und ich glaube, das machen wir einfach mal hier vorne hin, so eine Robe. Ah, wobei, mit dem Licht sieht das ein bisschen komisch aus. Machen diese Robe, machen wir am besten ja direkt hier hin, wenn man so in die Küche reinkommt. Ja, yep. Dann würde ich sagen, brauchen wir auf jeden Fall wieder unsere Werkbank wieder. Und dann noch solche Pfannenwender, die machen wir einfach in der Mitte hier hin. Ich weiß noch, dass wir hier auf jeden Fall ein paar Dishes hatten. So, und dann machen wir hier solche Teller hin und dann kommen die hier so ganz fein säuberlich, kommen die hier so hin. Teller natürlich für die Pizza. Ist ja klar. Dann würde ich sagen, brauchen wir auf jeden Fall einen Ofen. Dafür fehlt uns aber ein Eisenblock und ein Ofen. Aber wir machen keinen Standardofen, nein, wir machen so einen coolen Ofen. Glasscheiben habe ich zum Glück alles hier. Zack, dann haben wir einen richtigen Ofen hier. Den knallen wir, glaube ich, einfach hier in die Mitte, das passt. Oh, das sieht doch cool aus, Leute. Ist das nicht mega? Das ist mega. Einen Kessel kann man doch auch immer gebrauchen, sogar mit Wasser gefüllt. Boom. So, und dann füllen wir hier mal die ganzen Zutaten, die wir... Ach nee, das ist unser richtiges Essen. Die Zutaten füllen wir mal hier rein. Eier. Oh, ich hoffe, habe ich Milch? Ja, Milch habe ich. Easy. Kann man die Teller auch hier platzieren? Oha, die kann man hier sogar platzieren. Platzieren wir überall mal so einen Teller. Na, wobei nicht überall. Hier und hier. Wobei, wir benutzen ihn lieber für unsere Pizza. Das brauchen wir mehr für die Pizza. Oh, ein Kühlschrank wäre cool. Fridge. Oh, das haben wir alles, denn wir sind rich. Okay, Kühlschrank. Perfekt. Na, jetzt muss ich echt überlegen. Den Kühlschrank mache ich einfach hier hin. Boah, da können wir sogar Sachen reinmachen. Ja, dann machen wir unsere Sachen... Nein. Machen wir unsere Sachen natürlich in den Kühlschrank, damit das hier alles auch gekühlt ist. Nicht, dass irgendwann mal das Hygieneamt kommt und sagt, nee, 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 so geht das aber nicht. Okay, okay, wir brauchen mal... Normales Eichenholz. Ich hoffe, hier ist welches. Ja, perfekt. Und ich habe noch so ein Schneidebrett gefunden. Ist doch auch ganz nice. Uhu. So, das Schneidebrett, das packe ich hier hin. Perfekt. Und so ein Glas, das kann man doch auch immer gebrauchen. Kann man das hier auf den Kühlschrank vielleicht packen? Ich glaube, das ist jetzt in dem Kühlschrank drin. Perfekt. Oh Gott, ich habe den Kühlschrank. Oha, ich habe den Kühlschrank gerade hochgehoben. So. Hier kommt dann das Glas hin und den Kühlschrank stellen wir wieder zurück. Die Kiste packen wir mal hier unten hin und machen wir mal hier zu. Und hier machen wir noch so einen Tisch hin. Die Werkbank brauchen wir ja noch, weil damit müssen wir unsere Pizzas machen. Pizzen? Pizzen machen? Aber Leute, das Problem ist, glaube ich, wir haben eine extrem schlechte Lage hier.
Hier kommt ja kein Kunde hin. So, hier findet ja kein Mensch findet dir hin. Gott, was machst du denn hier? Du machst dir die ganze Zeit Ärger. Weil hier wohnt ja auch keiner weit und breit. Die Freundestadt ist da hinten und die ist viel zu weit weg. Das heißt, glaube ich, Leute, wir müssen einen Pizza-Liefer-Service eröffnen. Okay, das heißt, wir machen jetzt eine Pizza. Wir müssen vorbereitet sein, damit wir auf jeden Fall die schnellsten immer sind. Oh Leute, ich mache noch hier noch einen Mülleimer, dann kann man hier sogar noch Müll reinwerfen. Das ist doch ganz nice. Ey, die Küche sieht von innen ziemlich nice aus und unser Geschäft sieht eigentlich auch relativ nice aus. Tja, es bestellt leider nur keiner. Aber egal, Leute. Was zählt, ist, dass wir die beste Pizza hier der Stadt haben. Und deshalb machen wir jetzt Pizza, Leute. Oh, dafür brauchen wir aber erstens mal wieder Feuerwerksraketen, weil unsere gehen so langsam alle. Und wir brauchen Zuckerrohr, weil wir brauchen Papier, Leute. Das holen wir auch regional hier. Okay. Ah, nee. Wir müssen die Pizza ja im Karton liefern, ne, Leute? Nicht auf dem Teller. Das macht ja sonst keinen Sinn. Deshalb brauchen wir Papier. So, zack. Da haben wir unsere Pizzabox. Okay, perfekt. Okay, die Raketen habe ich vergessen, aber die Pizza, die habe ich jetzt dabei. Und die liefere ich jetzt bei einem Minecraft-Freund ab. Die allererste Pizza, die ist umsonst. Okay, wer jetzt erstes ist, der hat gewonnen. Ist hier Gambo vielleicht? Gambo! Hallo! Hallo, Gambo! Meine Manieren. Ich habe eine Pizzeria aufgemacht und du bist mein allererster Kunde. Und deswegen kriegst du die Pizza for free. Oha, sogar geliefert? Ja, wir haben Lieferdienst, weil ich verstehe ja, die Pizzeria ist viel zu weit weg und deswegen müssen wir neue Kunden irgendwie dazu gewinnen und deswegen brauchen wir einen Pizza-Lieferdienst, weil wir müssen ja die Pizza, die müssen wir ja irgendwie vermarkten, weißt du? Vermarkten. Ja, ja. Super Marketing, Elina. Ja, eine zack. Eine Free-Pizza nehme ich sieht ein bisschen gerne. Klein aus. Ja. Oha, die ist sogar belegt. Die ist richtig belegt, Alter. Mit frischsten Zutaten, Alter. Die sind so frisch. Ich habe einen Kühlschrank, Gambo. Oh, ja. Lecker. Lass mal sehen, was der Koch da gezaubert hat. Der Koch war ich. Junge, da ist extra Käse drauf. Da sind Salami drauf. Da ist das Schnittlauch. Egal, grün ist auch lecker. Das sind die wichtigen Gemüse, Gambo. Und weißt du was? Das ist mit Liebe gemacht. Oh. Was ein geiles Emote. Nice. Boah, die lass mir anders schmecken. Würde die auch mit dir teilen, wenn du willst. Oh Gott, ich habe auf die Pizza geweint, weil sie so wunderschön ist. Lecker Pizza. Aber wo ist dein Lokal denn? Ist das sehr weit weg? Nee. Willst du mal gucken in den Laden? Ja, klar. Okay. Bist du bereit? Folge mir. Pizza nehme ich mit. Ach so. Folge mir. Sie ist ungefähr eine Feuerwerks-3-Rakete entfernt. Ui. Da ist die Pizzeria. Da ist sogar eine Pizza oben drauf. Pizzlinski-Pizzeria. Hat die nur Lieferdienst gerade oder hat die auch schon richtig geöffnet? Die hat auch richtig geöffnet, gar kein Problem. Hier ist alles schon ready. Hier kann man entweder eine Pizza in der Box essen, Pizza auf einem richtigen Teller für die Leute, die ein bisschen edler so haben wollen. Hier kann ich die Preise berechnen. 7 minus 1 ist gleich 6. Das macht dann 6 Birnen, Äpfel, Badan. Kartoffeln. Hier kann ich die Kochschürze anziehen und meine Shift beginnen. Und wie gesagt, hier, ich habe dich nicht angelogen, Gambo. Kannst du kontrollieren? Ja. Warte, mit da ist Kühlschrank. Ich kann das alles nicht. Ja, mehr. Mit, also es ist alles hier gekühlt. Equipment am Start. Ja, ja, wir haben hier einen richtigen Ofen. Und dann haben wir hier die Betsy. Das ist unser Pizzaofen. Steinofen-Pizza. Ja, nur die beste Qualität für die Minecraft-Freunde hier. Hier wird auch schon die nächste Pizza gemacht, ey. Oh Gott, das darf das Hygieneamt nicht sehen. Oh Gott, diesen Paid Actor. Oh mein diesen Gott, Paid Actor. Ist das etwa eine Fliege auf der Pizza? Die wurde aus dem Leben geschallert. Wo kam die denn her? Na Mensch, ups. Waschbären auch Der will noch. Auch eine Pizza. Aber ei. Pizza ist nicht so gut für dich. Nimm mal eine Kartoffel. Hunger. Oh, der hat die gegessen. Der ist auch ein Paid Actor. Was ist da denn los, Alter? Hey, ich brauche keine Minecraft-Freunde mehr. Ja, Mann, ich weiß. Ich koche halt am besten. Gönn dir. Perfekt, das war's dann wohl mit den Freunden. Ja, ich mach das jetzt nur mit... Oh, Gambo, nein. Gambo. Spaß. Ich esse die Pizza gleich weiter. Junge, aber du nimmst hier richtig diesen ganzen... du übernimmst richtig diesen Essensmarkt, ne? Das ist schon crazy.
hier mit, ja, mit deinem Pfannkuchenhaus. Ist mein Leben. Pizzeria, das ist stark. Essen ist sehr... Die Pizzeria ist auch super gebaut, hier mit Stämmen und alles. Ja, mit Stämmen, das ist richtig stabil, das kann ich wegfliegen. Das Ding fliegt nirgendwo hin. Oh, ich wollte aber mir unbedingt immer Rosen holen, damit ich die in die Töpfe machen kann, aber ich finde keine Rosen. Rosen, oh. Könnte ich nur von Fabi klauen, lol. Oder mit Knochenmehl, aber das habe ich gerade auch irgendwie nicht dabei. Ist immer alle bei mir. Aber ansonsten, nicer Spot hier, würde ich sagen. Kann man schön raus. Super aus. Bin auch zufrieden. Ich habe das Gefühl, dass hier außen wird irgendwie immer mehr. Also, ich denke, das wird so eine Vorstadt mäßig oder so. Ich mach den Speckgürtel. Ja, stimmt. Das ist schon crazy. Krasse Krabbe Pizza ist die Pizza super knusperig. Pizza, Pizza. Pizza, Pizza, Pizza. Wo ist der eigentlich? Ach da, gibt's hier eine Klingel? Ja, ja, warte kurz. Hallo? Ja, hallo, Ihre Pizza ist da. Eine Pizza? Wow, Sie sehen aber fresher aus. Ja, yeah, der Sommer ist da. Eieieiei. Gibt's da etwa die neue Castro 44 Sommer Edition Merchbox? Oh mein Gott, nein, bist du noch nicht wahr? Gibt's? Oh. Ich mach die Castro 44 Gumbo Gaming Special Pizza. Ich mache euch Konkurrenz. Warte mal, was hast du? Hey, du hast eine echte Pizza. Ich habe eine echte Pizza, ja, für dich. Oh mein Gott, die große Krabbe Pizza. Ja, das ist die große Krabbe Pizza. Wenn du die... Ey, danke, ich habe eigentlich gar keine bestellt, aber das trifft sich ganz cool eigentlich gerade. Ja, ich hab Hunger gehabt. Ah, geil. Wenn du die ins Crafting-Dings packst, dann machst du sie auf. Dann kannst du einmal reingucken. Oh, was ist da alles drauf? Da ist ganz viel Liebe drauf. Oh, warte. Liebe drauf. Ist da Melone drauf? Ist da... Ja, klar. Warte mal. Wow, Pizza mit Melone. Da ist ein Haar von Gambo drauf. Ich hab gar keine Haare. Das kann das gar ist nicht gelogen. Sein. Gambo hat keine Haare mehr. Dem ist er dann ausgefallen. Der Zug ist abgefahren. Ja, danke. Okay, aber wie viel kriegt ihr? Gar nichts. Ist for free. Oh mein Gott. Heute for free. 10 von 10 Sterne. Geil, Alter. Marketing, wow. Gambo, Marketing. Das ja. Ey, ist das die Pizzeria hinten dort irgendwo? Ja, ja, das ist die da hinten dort irgendwo. Oha. Ja, also, ich will Sie nicht weiter aufhalten. Okay. Vielen Dank für Ihre Bestellung, die Sie nicht gemacht haben. Vielen Dank für Ihre Bewertung. Dadurch wächst mein Image. Ich bin schon gespannt, wenn wieder eine Pizza kommt ohne Bestellung, beschwere ich mich. Ah, cool. Sind da auch Proteine drin? Natürlich, da ist mega heftig viel Kreatin drin für die Gains. Gambo. Yes. Ich muss aufpassen, dass die nicht rausfallen, wenn ich so stehe. Ja, die ist angenagelt. Ja, die ist angeklebt. Die ist richtig strong. Okay, danke. Tschüss. Tschüssi. Oh, ich kann gar nicht fliegen, Gambo. Wollen wir eine Abmut machen? Okay. Okay, lass zur Pizza. Lass zur Pizza erstmal. Da ist die Kamera. Ey, wir sind perfekt gleichzeitig losgeflogen. Große Krabbe Pizza ist die Pizza für dich und mich. Okay. Sollen wir so lässig ist so ein linken machen? Oh ja, so ein lässigen. Warte kurz. Lean. Okay, meine lieben coolen Minecraft-Freunde, wenn ihr auch cool sein wollt, dann lasst ein Like und ein Abo da und dann kriegt ihr umsonst eine Pizza obendrauf. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bleibt da cool. Haut rein, Leute. Tschüssi! Tschüssi.